Dieses handliche Gerät liefert 1. Biofeedback. Innerhalb von wenigen Minuten misst und wertet der Vitalscan Körperwerte aus. Licht trägt Informationen. Nur deswegen wissen wir so viel über unser Universum. Und deswegen strahlen wir mit LEDs in die Haut und analysieren das aus der Haut zurückgestreute Licht, weil nämlich die Substanzen in der Haut das Licht absorbieren in einer ganz charakteristischen Weise. So wird beispielsweise die Menge der Antioxidantien im Körper erfasst. Das ist ein Indikator für die persönliche Gesundheit. Schüler der Elisabeth-Knipping-Schule testeten den Vitalscan ein halbes Jahr lang. Besonders positiv haben die Schüler den psychologischen Aspekt erlebt. Also die ersten paar Messungen, da haben wir ja unsere Ergebnisse nicht erfahren. Und als wir dann unsere ersten Ergebnisse erfahren haben, war man dann schon erstaunt, was man da für Ergebnisse hat. Und dann hat man natürlich auch versucht, was zu ändern, und ich habe mich auch deutlich gesteigert. Ich habe mich dann versucht, gesünder zu ernähren und vielleicht auch den Stress nicht ganz so an mich ranzulassen, und da habe ich mich wirklich besser gefühlt. Man hat da so unter den Freunden dann auch so einen kleinen Konkurrenzkampf, wenn der eine dann die 8 Punkte hat, dann sagt man, was, du hast schon wieder 8 und ich will auch 8 haben, und dann versucht man wirklich was zu ändern. Das war schon so. 8 Punkte. Nicht in der letzten Mathe-Klausur, sondern im letzten Gesundheitscheck. Das Ergebnis zeigt den Punktestand der gesundheits- und fitnessrelevanten Substanzen in Echtzeit an. Teure Software braucht man für den Vitalscan nicht. Die Daten wertet ein externer Rechner aus und sendet sie, für Laien verständlich, auf Smartphone oder auf den Computer. Der Vitalscan wird voraussichtlich Mitte 2012 auf den Markt kommen. Nutzen kann es jeder. Die optische Messung mittels Lichtstrahlen birgt keine Risiken.